Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute gibt es Blumenkohl Pizzataler, ein wahrer Alleskönner, ob vegetarisch, vegan, low carb. Da geht alles. Wir brauchen Blumenkohl, den wir in größere Röschen zerteilen und anschließend circa 10 Minuten im kochenden Salzwasser garen, dann gut abtropfen lassen, vorsichtig behandeln und mit einem Gegenstand eurer Wahl flach drücken. Also ganz vorsichtig, weil das soll dann nämlich so ausschauen. Genau. Ich lege sie dann nebeneinander aufs Backpapier, mein Blech drauf. Und tue sie erst salzen, pfeffern und dann je nach Wunsch belegen mit Salami, mit Tomaten oder auch vielleicht nur mit Käse, schmeckt super lecker. Ich backe sie dann im Backrohr bei 180 Grad, circa 20 Minuten, je nach gewünschtem Bräunungsgrad. So, viel Spaß beim Nachmachen wünsche ich euch und pfiat euch, Servus und Ade, bis zum nächsten Mal, eure Emma I. Gondermann.